So, heute wollen wir Korrespondenzanalyse mit Kanoko machen. Kanoko ist ein Programm, das von Ter Braak entwickelt worden ist, der die kanonische Korrespondenzanalyse als Methode auch weiter hervorgebracht hat, beziehungsweise vorangebracht hat. Im Gegensatz zu allen anderen Programmen, die wir bisher benutzt haben, ist Kanoko ein kostenpflichtiges Programm. Die Website zum Programm ist hier zu finden. Es gibt hier die Möglichkeit, es zu ordern. Und im Orderformular kann man ersehen, dass eine Educational License, also eine Lizenz zum Beispiel von Universitäten, bei etwa 400 Euro liegt. Dafür kann dieses Programm natürlich auch eine ganze Menge. Aber es ist eben ein kostenpflichtiges Programm. Und wir werden hier seine Möglichkeiten nicht ausnutzen, sondern uns auf die normale Korrespondenzanalyse beschränken, wie wir es bei den anderen Programmen bisher auch gemacht haben. Man braucht also eine legale Lizenz von Kanoko. Ich habe hier schon mal eine Installations-CD eingelegt mit einer legalen Lizenz. Und beim Doppelklicken auf die CD startet ein Installations-Wizard, mit dem wir durch die Installation geleitet werden. Man gibt eine Seriennummer ein und installiert das Ganze dann am besten in den vorgeschlagenen Ordner. Kann man natürlich auch ändern, aber bei solchen Programmen ist es meistens besser, wirklich die vorgeschlagenen Ordner zu nehmen, weil sie anwendungsbasiert aus dem wissenschaftlichen Prozess entstehen und deswegen man nie weiß, wie sie sich verhalten, wenn man irgendwelche Voreinstellungen verändert. Für Kanoko besteht aus verschiedenen Paketen. Wir können hier einige Beispieldatensätze mit installieren. Das Programm selber, zusätzlich CanoDraw. Das ist das Programm, mit dem wir nachher die Plots herausbekommen werden. Es trägt sich in die Startleiste ein. Wir bestätigen, dass wir die Lizenzvereinbarung annehmen. Wir bestätigen das nochmal. Und Next. Und Kanoko wird installiert. Das geht relativ fix. Gut. Kanoko ist, nachdem wir das hier nochmal annehmen und bestätigen, installiert und trägt sich bei uns ins Startmenü ein. Und wir finden hier Kanoko for Windows. Wir können das Ganze starten, bekommen einen Tipp des Tages. Das Programm selber ist darauf angewiesen, dass man im Kanoko-eigenen Format die Dateien vorhält, abspeichert, wieder lädt. Und um eine Standarddatei hier hineinzubekommen, muss man sich eines anderen Programmes bedienen. Ich habe hier unseren üblichen Datensatz vorliegen, den wir in den anderen Programmen auch benutzt haben. Um diesen Datensatz in Kanoko verarbeiten zu können, müssen wir ihn mit Hilfe eines Unterprogramms installieren oder beziehungsweise laden. Das ist wkanoimp, mit dem man Datensätze aus Tabellenkalkulationsprogrammen ins Kanoko-Format übertragen kann. Das tut man, indem man den Datensatz markiert, kopiert mit Steuerung C oder bearbeiten, kopieren. Dann wird er im Hintergrund für in kanoimp übernommen und man speichert ihn jetzt einfach ab. Also zuerst Datensatz kopieren und dann in kanoimp save. Wir speichern mal unter kano-test ab. Wir können dem Ganzen noch einen Namen geben und der Import bzw. das Konvertieren ist vollzogen. Jetzt können wir diesen Datensatz in Kanoko verarbeiten, indem wir ein neues Projekt anlegen. Hier werden wir gefragt, wie unsere Daten aussehen. Wir haben und was wir damit machen wollen. Für eine normale Korrespondenzanalyse brauchen wir nur die Species-Daten.
Man kann eine kanonische Korrespondenzanalyse mit Umweltvariablen durchführen, eine partielle kanonische Korrespondenzanalyse mit Umwelt- und Kovariablen und eine partielle kanonische Korrespondenzanalyse nur mit Kovariablen. Wir interessieren uns jetzt nur für die normale Korrespondenzanalyse und laden deshalb nur den Datensatz mit den Species-Daten und zeigen auf den Datensatz, den wir gerade eben mit KanoImp importiert haben. Ich habe ihn hier unter Kano Test abgespeichert. Wir werden gefragt, wo wir unsere Ergebnisse hinspeichern wollen. Das tun wir in diesem Fenster hier unten. Von mir aus in der SD-Datei kanoout.sol. Weiter. Und wir wollen eine Korrespondenzanalyse, eine CA, durchführen. Man kann eben eine PCA, eine Hauptkomponentenanalyse oder eine Detrended kanonische Korrespondenzanalyse mit diesem Datensatz auch durchführen. Wir beschränken uns jetzt auf die auf die Korrespondenzanalyse als solche. Weiter. Wir werden gefragt, wie wir skalieren wollen. Normales Skalieren für den B-Plot, so wie es auch in dem Theorieteil beschrieben worden ist, der als Video vorliegt, oder eine andere Skalierung. Wir nehmen die normale und lassen hier das Ganze auch. Nein, wir stellen hier auf symmetrische Skalierung um. Auch das hatte ich erklärt in dem Theorie-Video. In der Archäologie ist es meistens üblich, dass man symmetrisch skaliert. Wir wollen die Daten nicht transformieren. Das kann in bestimmten Fällen interessant sein und wir wollen auch die seltenen Spezies nicht heruntergewichten. Auch das kann manchmal interessant sein, aber würde den momentanen Rahmen sprengen. Wir wollen einfach eine Standard-Korrespondenzanalyse machen, deswegen wird hier nichts verändert. Jetzt kann man hier bestimmen, dass bestimmte Samples oder Species aus der Analyse entweder herausgenommen werden, sie geringer gewichtet werden oder als Zusatzvariablen zugenommen werden. Das ist bei uns der Fall. Wir haben einen weiteren Datensatz, nämlich diese Zeitspalte hier, die nur als Zusatzinformationen dient, die nicht mit berücksichtigt werden sollen in der Analyse. Ups, deswegen wählen wir hier aus, dass wir Species als Supplementary behandeln wollen, sie also nicht in die Analyse mit einbezogen werden sollen. Und wenn wir jetzt auf Weiter klicken, können wir diese Spalte auswählen als Supplementary, dass sie eben nicht in die Analyse einfließt. Weiter, uns wird gesagt, dass alles eingestellt wäre und wir können über Fertigstellen zur Analyse fortschreiten. Wir speichern den ganzen Datensatz nochmal als Projektdatei ab. Ich hatte schon vorher das Ganze einmal durchgespielt, deswegen ist bei mir schon eine entsprechende Datei vorhanden. So, nächster Schritt, nachdem in Kanoko jetzt der Datensatz geladen ist und entsprechend alle Einstellungen vorgenommen sind, ist Analyze, um die Analyse direkt durchzuführen, also um die Korrespondenzanalyse zu starten. Hier ist wiederum ein Überbleibsel meines vorherigen Versuches, deswegen werde ich gefragt, ob ich die Lösungsdatei überschreiben möchte. Ja, das möchte ich. Beim ersten Durchlauf wird diese Frage nicht gestellt werden. Und die Analyse ist im Hintergrund vollzogen. Wir sehen hier im Ausgabefenster wieder die einzelnen Achsen, die Eigenwerte oder Inertia-Werte, die prozentualen Erklärungsanteile, genauso wie es bei allen anderen Programmen der Fall war, und die angenehme Meldung, dass der Aufruf erfolgreich durchgeführt worden ist. Also unsere Analyse ist jetzt vollzogen. Jetzt wollen wir natürlich unsere Korrespondenzanalyse auch noch darstellen. Das tun wir über Kano Draw. Eben ein zweites Programm, das jetzt im Hintergrund gestartet ist. Wir werden aufgefordert, ein Projekt zu öffnen oder beziehungsweise zu erstellen, in dem dann unsere Zeichnungen, unsere Einstellungen für die Zeichnung und so weiter abgelegt werden. Ich habe auch hier noch ein Überbleibsel von meinem ersten Versuch. Ansonsten gibt man hier einen anderen Namen ein, der klingend ist, in dem man wiederfindet. Speichern. Und wieder mal ein Tipp des Tages. Und
hier unser geladener Datensatz mit den Einstellungen. Hier ist eigentlich nichts zu verändern. Es ist nur, das basiert auf der Analyse, die wir gerade eben vollzogen haben. Wir wollen jetzt zum ersten einmal einfach einen einfachen Ordinationsplot erstellen, um unsere Korrespondenzanalyse darzustellen. Wir wollen Species und Samples gleichzeitig dargestellt bekommen und den ersten und zweiten Eigenvektor. Okay, und da ist sie auch schon, die Korrespondenzanalyse. Als Ergebnis sieht in etwa genauso aus wie das, was wir vorher erstellt haben in den anderen Programmen, nur in diesem Fall eben in der Darstellung etwas anders, andere Schriftart, andere Symbole, aber das ist eben von Programm zu Programm unterschiedlich. Wir haben jetzt eine Zeitspalte, die als Klassifikationsvariable zu verwenden ist. Die sehen wir momentan noch nicht dargestellt. Das müssen wir zuerst dem Programm mitteilen, dass das die Klassifikationsvariable sein soll. Das geht hier über Projekt Classify Species. Projekt Classify Samples. Wir wollen unsere Fundstellen ja klassifizieren anhand einer Variable, die wir von den Daten entnehmen. Wir hatten ja vorher unsere Zeitvariable als Supplementary ausgeschlossen aus der Analyse. Jetzt ziehen wir sie als Klassifikationsvariable wieder rein. Man kann natürlich auch anhand der anderen Variablen klassifizieren, die wir auch in der Analyse verwendet haben. Wir wollen eine Klassifikation für alle vorhandenen Werte. Wenn man jetzt Zahlenwerte hat, kann man Intervalle gleicher Länge klassifizieren, Intervalle mit einer gleichen Anzahl von Fundstellen innerhalb einer jeden Klasse, einen bestimmten Schwellenwert, der überstiegen werden muss, damit eine neue Klasse erreicht wird und so weiter. Wir wollen anhand aller Werte, die in der Spalte eingetragen sind, klassifizieren, was von 0, also kein Eintrag, über 1, Zeitstufe 1 bis 2, Zeitstufe 2 läuft. Okay, Create. Wir können hier nochmal unsere Klassen sehen, gegebenenfalls verändern oder löschen, die über diese Klassifikation erstellt worden ist. Aber das sieht alles ganz gut aus. Und wichtig, wir wollen diese Klassifikation auch in den Diagrammen benutzen, damit wir sie sehen, damit entsprechend die Fundstellen anders eingefärbt werden bzw. andere Symbole bekommen. Also hier ein Häkchen reinsetzen, Use this classification in Diagrams. Close. Und die Einstellung ist übernommen, wird aber nicht gleich in diesem Plot dargestellt, sondern erst, wenn wir einen neuen Plot erstellen. Create Simple Ordination Plot. Man kann auch an die Scatterplots hier genauer definieren oder das Ganze als Biplot, Species und Samples darstellen. Und auch noch verschiedene andere Möglichkeiten der Darstellung, die unseren Rahmen jetzt übersteigen würden. Ich mache einen einfachen Ordinationsplot wieder. Wieder die gleichen Einstellungen, Species und Samples, erster und zweiter Eigenvektor, okay. Und unsere Zeit ist in Farbe und Symbol übernommen worden als andere Darstellung, sodass wir unsere Zeiteinteilung hier auch wieder im Plot sehen können. Soviel zu Kanoko. Wie gesagt, ein begrenzter Ausschnitt der Möglichkeiten, denn eigentlich ist dieses Programm dafür vorgesehen, um damit weiterführende Analysen wie zum Beispiel kanonische Korrespondenzanalyse zu machen, aber auch um eine einfache Korrespondenzanalyse hier zu erstellen, ist das Programm tauglich. Allerdings sind dann 400 Euro vielleicht schlecht angelegt. Diese Daten, diese Diagramme können wir auch exportieren, um sie später in anderen Publikationen oder anderen Arten und Weisen weiterzuverwenden. Hier gibt es sogar die Möglichkeit, sie als Adobe Illustrator-Datei direkt zu exportieren oder als Metafile. Das sind die beiden vektorbasierten Möglichkeiten des Exports oder eben als Bitmap bzw. PNG, wenn man eine Rasterdatei haben möchte, wenn die ausreicht. Gut, soviel zu Kanoko und das nächste Mal werden wir uns R von